Hallo ihr Lieben, heute sehen wir uns mal outdoor, aus der Gartensitzecke. Heute Nacht bin ich mal so durch einen YouTube-Kanal gestöbert. Und mir fällt auf, bekommen ja viele Überraschungspakete oder keine Überraschungspakete, weil sie schon angekündigt sind. Das Gehabe einiger Leute geht mir so auf den Puffer. Entweder kommt bei jedem zweiten Mal, oh, wie toll, wie schön, oh, Hört ihr euch bei allem so an? Das ist so falsch, so, bah. Aber noch mehr gehen mir die Leute auf den Sack, die so undankbar sind. Die bekommen die Sachen geschenkt. Gehen selbst, wenn es geht, vielleicht nicht mal arbeiten. Wissen ja nicht, was das heißt, sich das Geld schwer zu verdienen. Und dann kommen irgendwelche dummen Bemerkungen, so, naja, das mag ich nicht. Und noch mehr hasse ich ja diese Leute, die in ihren Kanälen gleich mal fett posten. Also, ich hätte gerne Pakete und da möchte dann bitte dies, das und jenes drin sein und das und das und das wünsche ich nicht. Seid ihr bescheuert? Ich sagte auch nicht, ich wünsche mir einen Renault Twizy, stellt mir ihn vor die Tür. Also manchmal fehlen mir einfach die Worte für so viel Doofheit. Dann machen sich andere damit die Mühe, verpacken alles schön und wie's ich wart. Und dann kommt, naja, das könnt ihr euch auch sparen. Wisst ihr, was ich mit Leuten wie euch machen würde? Euch würde ich im Karton kacken. Noch ein Fähnchen drinstecken. Undankbares Pack. Dann sowas seid ihr. Ihr wisst überhaupt nicht zu schätzen. Ihr wisst überhaupt nichts mehr zu schätzen. Euch würde ich irgendwo über Sibirien runterfallen lassen. Dann müsstet ihr euch eine Hütte meißeln. Und dann lernt auch wieder mal die kleinen Dinge des Lebens zu würdigen. Dann wisst ihr auch mal wieder, dass man nicht nur heuchlerisch sagt, oh danke, danke, oh das war so schön, oh so geil, so klasse. Und insgeheim hört man in jedem Wort raus, naja, hätte ja ein bisschen mehr sein können oder hätte ja von einem teureren Anbieter sein können als Kick, Teddy und Co. Ich finde sowas einfach nur abstoßend. Ich meine, jeder bekommt ja gerne mal Pakete geschickt. Ich auch, aber ich schicke auch selbige zurück. Doch in meiner Facebook-Gruppe, diese Bastelwettbewerbe, freut mich jedes Mal, wenn ich den Leuten dann Preise zuschicken kann. Wenn ich sehe, wie sie sich freuen, ist für mich das beste Geschenk. Aber einige wissen alles nicht mehr zu schätzen. Also. Wenn ich sehe, ich schlafe seit zig Jahren die Nacht vielleicht 2 Stunden, quäle mich jeden Morgen hoch, gehe trotzdem jeden Morgen arbeiten, weil es mir auch Spaß macht. Und andere überlegen um 11, steh ich auf, steh nicht auf. Werden denn von Fremden beschenkt? Und dann kommen Sprüche wie, naja, sowas mag ich nicht und das mag ich auch nicht. Ach, und das eigentlich auch nicht. Boah, ihr seid so doof, ey. So doof. Ehrlich. Macht euch mal ein bisschen Gedanken wieder darüber und lernt mal wieder die kleinen Dinge zu schätzen. Ich würde mich schon freuen, wenn ich mal 1 Stunde am Tag schmerzfrei wäre. Aber bei euch sind die Schmerzen scheinbar im Hirn oder so. Der nicht mehr zu würdigen wisst. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Stimmt's, Minka? Du auch nicht, wa? Du auch nicht. Undankbare Menschen sind einfach nur Pack. Und alle, die diesen Leuten immer wieder trotzdem mal zukommen lassen, sollten sich mal die Frage stellen, warum? Warum tut ihr das? Steht ihr drauf, wie Dreck behandelt zu werden? Verstehe ich alles nicht. So, Sonne kommt nie raus, werde trotzdem noch ein bisschen pflanzen. Regt mich ein bisschen ab. Vielleicht meine Gartensteine etwas bemalen. Und dann schauen wir mal. Die Maibowle muss ich ja auch noch machen. Mach 2 Varianten. Immer mit Wodka und immer ohne. Die mit Wodka ist doch ein bisschen stark. Das war heute mal mein Wort zum Samstag. Und zum Thema Schenken, beschenkt werden.
Dankbarkeit. Oder eher Undank. Genießt das Wochenende. Alle, die nämlich arbeiten gehen, brauchen vielleicht mal ein, zwei freie Tage. Aber es gibt auch einige, die sind heute noch arbeiten. Denen wünsche ich dann vielleicht einen schönen freien Sonntag, wenn sie im Schichtsystem arbeiten. Dann danach eure freien Tage, genießt die. Und alle anderen. Ich finde für euch noch einen Planeten, wo man Menschen wie euch unterbringt. Schönes Wochenende.